Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Devil in Me. Und wir sind hier in diesem komischen Außenspa-Bereich hier. Und da bin ich mir noch gar nicht so sicher, was ich machen soll. Ah, ich hätte gerne mal unser Flash-Ding. Oh, da kann ich was machen am Fenster. Ja, aber da sehe ich nicht so viel, außer diese eine Tür da. Ja, ich glaube, das ist Dead End. Ich könnte mal probieren, ob ich bei dieser Tür da reinkomme. Nee, ich krieg da nicht mal eine Option dafür. Es ist alles viel zu dunkel hier. Ah, da hinten ist ja auch noch eine Tür. Ah, Tür Nummer 2. Sieht gut aus. Verdammt. Oder auch nicht. Ich bin ja ein Weg in die Umkleiden. Ja, aber ich wüsste nicht wo. Ich meine, diese Tür ist halt einfach dicht. Komm ich denn da rein? Nee, da passiert einfach nichts. Warte mal. Nee, hier kann ich einfach nichts machen. Nein, ich wollte jetzt nicht da nochmal reinschauen. Geh wieder zurück, bitte. Hat's denn was im Pool, was ich da irgendwie brauche? Oh, ich kann da runter. Oh, da ist was. Himmel. Okay. Und ein Schlüssel. Changing Room. Ich hinterfrag das jetzt nicht weiter, warum da einfach eine Hand drin ist, ne? Okay, es soll die andere Tür sein. Ja, dann machen wir auf mit dem Schlüssel. 100 Pro gibt es dann innen eine Überraschung, oder? Noch mehr Puppen. Was bist du für ein kranker Mensch, ganz ehrlich? Oh Gott. What the fuck? Was ist hier passiert? Ich will es gar nicht wissen. Aber okay, da kann ich eh nichts machen. Was war das? Auch das will ich nicht wissen. Alter, noch mehr Puppen. Das ist eine Falle, was ich da höre. Alter, du kranker Arsch, ganz ehrlich. Hä? Ach, ein Ring. Harrison und Levis Lee.
habe das Geräusch jetzt erstmal nicht gehört. Fuck! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es! Alter! Warum? Was zur Hölle? Warum tue ich mir diesen Scheiß nur selber an? Warum kann ich nicht einfach nur Zug fahren? Ich bin nicht gemacht für so Hack-Horrorspiele. Komm ich da drunter? Scheiße, warum hab ich es überhaupt? Was zum... Was? Alter! Das ist Folter, die ich mir selber antue. Ich habe gerade so eine Anspannung auf dem Controller. Ich könnte ihn gerade zerreißen, ganz ehrlich. Ah, schon wieder eine von diesen Münzen da. Scheiße. Ich sterbe hier 1000 Tode. So, können wir da wieder rausgehen? Kommt ein Jumpscare, wenn ich jetzt da wieder rausgehe? Ich hasse es. Ja, ich glaube, ich muss da rausgehen. Was? Wow, fuck! Oh, Alter! Scheiße. Was? Warum springst du jetzt trotzdem runter? Oder geht's jetzt was? Ah, schon wieder so eine Münze. Okay. 31. Ja, okay, wir müssen da raus. Mark! Hey! Mark! That's a dead end. Ah, da geht's weiter. Könnte klappen. Okay. Ich brauche einen Schlüssel oder sowas. Wo kriege ich den Schlüssel her? Ich weiß, du bist zu. Schauen wir noch mal hier hinten. Kann ich da durch? Oh, ich kann da durch. Ich schaff das. Ah, okay. Ja, und... Ach so, von anderen Seiten geht, oder wie? Wow. Gut. Schieben.
Komm raus damit. Wohin? Ah, da. Da fehlt was. Tu mal wenden. Oh, Kamera. Okay, einmal drüber bitte. Jetzt hier rein? Nope. Jetzt habe ich wie zwei Wege. Ist das ein Weg hier? Nee, da passiert nichts. Also da runter. Ja, das sieht so nach No Return aus. Kein Glitzerzeugs hier. Warum macht die Musik jetzt wieder ihr Ding? Erstmal da lang. Ey, das ist die Küste! Ja, da können wir natürlich nicht runter. War ja klar. Also da. Einmal drunter. Was? Was war das? Glitzerzeugs. Ah, oh, jetzt kommen aber die ganzen Münzen, wa? Scheiße. Haben wir jetzt nach dem Mörder jetzt auch noch irgendein Vieh, was mich jetzt bedroht, oder was? Oh, gönnt's mir doch bitte mal eine Pause. Was zum... Was? Nein! Bleib da drüben. Okay. Da geht schon mal nicht lang. Da auch nicht. Da lang? Oh, Tatsache. Wow! Mist! Ja, geil! Ja, hol's verdammt! Geil! Jetzt haben wir nach dem Mörder auch noch einen Kampfhund. Als wenn der Mörder jetzt nicht reichen würde, oder? Der End, also da lang. Ich geh mal geradeaus. Mal hier drauf. Habt ihr was? Nee, ne? Aber hier geht's wieder runter. Das ist jetzt der Weg, den ich da von da hinten hätte gehen können. Okay.
Und ein Aufzug. Habe ich sonst noch irgendwas verpasst hier? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Aufzug. Wetten, dass er nicht geht? Ich probier's. Ja. Allerdings. Und schon wieder Englisch. Ja, und jetzt? Das ist eine Plattform. Ah, ich muss da doch da drauf. Glaube ich. Ja doch, ich kann da drüber. Sonst hat sie hier aber nichts. Und da oben jetzt irgendwie den Strom anmachen oder was? Nein, du hast jetzt aber nicht die grandiose Idee über das Seil da runter, ohne Handschuhe und so. Ja, doch, hat er. Das ist eine echt dumme Idee. Oh, ein Hafengebäude. Oder sowas in der Art. Da, ich hab doch gesagt, das ist eine doofe Idee. Was zum... Mark? Was zur Hölle? Wow. Charlie? Du lebst. Mit gebrochenen Rippen. Charlie, ich dachte, du wärst tot. War ich fast. Das tut mir leid. Ich dachte... Wie zur Hölle hast du es hier rausgeschafft? Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich wäre fast verbrannt. Ich weiß. Haben wir gesehen. Ihr habt's gesehen? Was soll das heißen? Wie genau hast du es da rausgeschafft? Wo ist der Rest? Mark, sind Sie sicher? Wir wurden bei unserer Flucht getrennt. Dumet hat hier alles mit sämtlichen Fallen versehen. Wir sind auf ihn reingefallen. Wir müssen hier weg. Zurück zur Fähre. Ist außer Betrieb. Wir haben beschlossen, zum Leuchtturm zu gehen. Versuchen, Notsignal zu senden. Gibt es auch gute Nachrichten? Jetzt, wo du es sagst. Wow. Ich dachte, ich sehe das nie wieder. Okay, aber wenigstens nicht mehr alleine. Dadurch? Naja, sieht ja noch ziemlich normal aus hier. Und da ist die Küste. Ja, gar nicht mal so weit nach unten. Einmal wegschwimmen. Und da hinten das Festland. Oh, ich glaube, das wäre machbar, wenn man schwimmt. Okay, was ist das hier? Schauen wir doch mal rein. Ja, war ja klar. Wir müssen irgendwie rauf. Erste Idee, Fenster weiter einschlagen und dann die Tür aufmachen. Dazu wird es ein Schubteil. Oh, das ist eine Leiter. Versuch erstmal da lang zu gehen. Oh, das geht sogar. Ist das ein zweiter Weg nach drinnen?
Feuerzeug bitte. Nee, es ist ein geschlossener Raum. Und das sieht wieder nach einer Vorrundung aus. Was zum... Hä? Was? Was war denn das jetzt für eine Vorahnung? Ist das eine Vorahnung für irgendwas Zukünftiges? Hä? Also, eure Meinung gerne zu den, in den Kommentaren, aber... What the fuck? Was haben wir hier? Na, jetzt komm, jetzt nimm sie doch. Ah, das ist wieder so eine Karten-Action. Ah, jetzt. Komm, nimm sie. Oh je, das ist wieder ein Roman zum Lesen. Was? Na, oh, komm jetzt. Nein! Ich wollte es. Spiel, manchmal. Nur manchmal würde ich dich gern mal erwürgen. Ja, nehm bitte. Patientenakte, Name des Patienten. Mandy Hector Wayne, Familienarzt Charles Brown, MD. 30.08.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Die Untersuchung ergab, dass Hector leicht unterernährt ist. Er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zu 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. 27.09.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen aktueller Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector war während der Untersuchung zusammengebrochen. Er hatte sich in 2 Wochen seit der Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt, der wahrscheinlich aufgrund des mangelernährungsgeschwächten Immunsystems leicht Fuß fassen konnte, als er mit anderen Kindern in der Schule Kontakt kam. Bei der Untersuchung von Hectors Brust entdeckte ich Blutergüsse an seinen Unterarmen und Schultern, die durch grobes Spiel in der Schule verursacht wurden. Hector wird geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden, der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen. Vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. Grobes Spiel. Ist klar. Oder man sagt dazu auch familiäre Gewalt. Ich glaube, mehr hat sie nicht. Gut, gehen wir wieder raus. So, und bitte einmal da drüber jumpen. Ich tauche jetzt einfach so runter. Yes, I can. So, grab's mal. Und rein da. Es stinkt hier so. I don't know. Was ist das? Da draußen ist ein Hund. Habe ich auch gesehen. Ja, ist ein ganz netter. Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Das sieht aus wie die Beckenbeim Bestatter, wo sie Blut und so ablassen.
Was ist das? Kleidungsüberreste? Okay. Ach was. Der hat hier unten eine Überwachungsstation. Aber wie viel Sinn macht es hier unten das Ganze zusammen, als wie in seinem Regiesender da oben im Hotel drin? Aber auch da hat er uns beobachtet. Gehe ich zumindest davon aus, aber warum von hier unten? Oh, scheiße. Alter, mach dein Feuerzeug aus. Jetzt nutzt du das, obwohl die Leute schon weg sind. Oh shit. Jetzt weiß er, dass da was nicht koscher ist. Andererseits war vorher schon baufällig. Mach das scheiß Licht aus! Und mach's Licht aus. Jetzt macht es auch nicht noch auf. Also, wenn man das nicht sieht. Okay, Atem-Action. Ernsthaft? Du gehst wieder raus? Okay. Das war der unrealistische Part im ganzen Spiel. Ich meine, das muss man doch sehen. Ich meine, er hebt es nach oben, hat das Feuer an. Man hat es sogar aus der Sicht von ihm gesehen. Nee. Also, nee. Das hat jetzt so überhaupt gar nicht passt. Nee, das kann ich jetzt so überhaupt nicht nachvollziehen. Wo geht's denn jetzt überhaupt raus? Okay. Leute, ich muss mal ganz kurz eine Schnittpause machen. Ich bin gleich wieder bei euch. So schnell geht's. Da bin ich schon wieder. In den Raum der Trophäen nenne ich es jetzt erstmal. Oh mein Gott. Was? Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Warum? Ja? Weil sie ihm etwas bedeuten. Sagte ich ja. Trophäen. Andenken. Alter, und die Welt scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen, schafft das ein einzelner Mann? Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Oh, ich habe gerade innerlich mit einem Jumpscare gerechnet. Oh, verdammt nochmal. Oh, fuck, da liegt ja einer. Warum sind da so schwarze Punkte? Okay. Was ist das? Fixieren. Sitzieren. Entfernen Körperfett und Wasser. Imprägnieren, positionieren, aushärten.
Wisst ihr, was mich das jetzt gerade erinnert? Es gibt auch diese eine Ausstellung da, aber das Körperwelten oder wie heißt es, wo sie da diese echten Körper da ausstellen in unterschiedlichen Positionen da. Diese Creepshow da. Ich wollte es mir eh schon mal anschauen, aber mir fällt es gerade. War das Körperwelten? Mir fällt es gerade nicht ein. Oh, wieder was zum Lesen. Mr. Lee Harrison, 6.10.2022. Versuchsperson ist erstickt um 4.24 Uhr. Versuchsperson gewaschen, einfrieren, nicht erforderlich, da Formaldehydlösung vorbereitet wurde. In das Aushaltungshaus gebracht, um mit der Konservierung zu beginnen. 7.10. Frühe Zersetzung hat noch keinen offensichtlichen Verfall gezeigt. Brauchbares Exemplar für die animatronische Integration. What the fuck? Injektion einer Formaldehyd-Fixierungslösung in das Herz-Kreislauf-System der Testperson. Fixierungslösungsprozess abgeschlossen. 4 Stunden 30 Minuten Versuchsperson in Acetonbad gelegt. In 24 Stunden erneut untersuchen. 8.10. Keine Probleme mit der Versuchsperson in Aceton gefunden. Noch keine Anzeichen von Leichenstarre. In 48 Stunden erneut untersuchen. Ach, da tut er sich quasi jetzt so vorbereiten für die ganzen Schauerfiguren, die er da oben hat. Alter, der Typ ist einfach nur krank. Okay, da glaube ich, geht's noch weiter. Oh, noch ein Tape. An alle Einheiten hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Mundy vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mundys Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Er ist noch da drin. Okay. Gibt wohl nur noch das Fenster hier. Ah, das dürfte dann der Ausgang sein. Licht, bitte, danke. Da könnten wir durch. Echt jetzt? Okay, wir müssen nach oben. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Denn im Trophäenraum habe ich so ein Teil zum Schieben gesehen. Oder sah zumindest danach aus. Ja, das da. Aber wohin? Dahin? Vermute ich mal. Probieren wir es mal. Was? Nein! Nicht draufsteigen. Geh wieder runter, bitte. Danke. Kamera, komm. Sei anständig. Jo, gehen wir erstmal nach rechts. Alter, das sind einfach noch mehr Leichen. Ja, ich glaube, da war gerade was. Ah ja. Auch ein Ring. Harrison und Lewis. 21.06.2008.
Ich hoffe, der Typ brennt in der Hölle. Wow! Alter! Schreckt mich nicht so. So viel zum mutigen Löwen. Ich bin echt schreckhaft. Ja, yeah, ist offen. Okay. Muss ich da drüber? Hoffentlich hält das. Ja, und vor allem danke, dass ich da jetzt nicht runtergehen musste. Ja dann, einmal drüber. Na klar. Okay, aber balancieren wir bis jetzt immer noch das Leichteste. Bam. Nein, 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 nein! Ja! Alter. Ernst jetzt? Ich hab nach links gemacht. Das kann's jetzt doch nicht sein. Zwei Versuche haben wir gesagt. Okay, wir sind wieder in der gleichen Position wie vorher und eine interessante Sache ist passiert beim zweiten Mal durchspielen. Und zwar die Sache mit der Kühltruhe war so, dass ich versucht habe, mal das Feuerzeug nicht anzumachen und ich habe mir dann alle interessanten Orte angeschaut, bin nicht weitergekommen, habe das Feuerzeug angemacht und dann wurde die Szene getriggert und dann war auch in der Kühltruhe das Licht aus. Also muss das vermutlich ein Bug gewesen sein. Und ja, ohne dem Licht von dem Feuerzeug war es nicht irgendwo authentisch. Na gut, starten wir mal weiter hier. Balance sagt, Versuch Nummer 2. Moin. Und ich bin mal ziemlich sicher, dass ich beim ersten Mal einen falschen Trigger auf den Controller gerissen habe. Ich dachte, ich bin echt ein Controller-Neuling. Bam, weg ist es. Bitte, lass es mich jetzt nicht versauen. Balancieren, danke. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, bitte. Mach keinen Scheiß. Geht doch. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.